Hallo Erzählfreunde und willkommen zu diesem neuen Video. Und heute mal wieder mehr oder weniger drin, weil draußen ist es kalt und hier ist ein bisschen angenehmer. Und heute geht es um mein ungefähr 10 Monate Fazit mit der DJI Mini 2. Es soll jetzt nicht ein endgültiges Review sein, dafür will ich und brauche ich mehr Zeit, weil ich das wirklich ausführlicher machen will. Aber es ist zumindest so mein erster Eindruck, ein paar positive, ein paar negative Punkte. Also ich transportiere die nach wie vor in diesem Koffer hier, den ich ja auch relativ am Anfang vorgestellt habe. Und der ist ja einfach ziemlich solide und soll auch wasserdicht sein und so einen ganzen Kram. Und hier drin kann man sowohl die Fernsteuerung als auch die DJI selber ganz gut unterbringen in diesen ja, Schaumstoffquadraten hier. Und ja, das hier ist die Fernsteuerung. Und nach einem Tipp von einem Zuschauer habe ich die Sticks jetzt auch hier dran gelassen und hier einfach Löcher gemacht für die Sticks. Macht das Ganze doch deutlich leichter. Ihr seht, die hat keinen Bildschirm. Es haben ja einige etwas höhere Drohnen von DJI auch Bildschirme mit drin. Der hier nicht. Dafür muss man das Handy benutzen. Da sind aber alle möglichen Kabel dabei. Das heißt, da kann man eigentlich so gut wie jedes Handy oder auch die meisten Tablets sogar für benutzen. Und das hier ist die Drohne selbst. Und da ist der Name, glaube ich, schon Programm, weil das ist wirklich Mini. Und was ich auch noch dran verändert habe, sind diese kleinen Propellerschützer, damit die Propeller hier nicht so durch die Gegend fliegen, weil das ist sowas von nervig, wenn man die irgendwo reintun will oder so. Und die Dinger hier kosten irgendwie 8 Euro oder so, also das würde ich doch schon jedem empfehlen. Und die Dinger sowohl als das Gehäuse habe ich in der Beschreibung verlinkt und dazu habe ich auch schon ein separates Video gemacht. Und ja, wenn man das Ding rausgenommen hat, muss man dann natürlich auseinanderklappen. Das heißt einmal die vorderen Propeller so umklappen und die hinteren so, beziehungsweise die Motoren. Und dann sieht das Ganze schon mehr oder weniger nach einem Fluggerät aus und dann hier vorne noch diese Abdeckkappe vorsichtig abmachen. Und das war's auch schon. Und der Vorteil ist, wie man es hier vielleicht auch sieht, ultralight 249 Gramm, das heißt unter 250 Gramm. Ich glaube, die soll wohl irgendwie nur 243 wiegen oder so. Ich habe es auch schon mal um den Bereich gewogen. Also die wiegt nicht mal so viel, aber ist ja gut. Das heißt nämlich, dass die unter diesen ganzen gesetzlichen Rahmenbedingungen ist. Da gibt es ab 250 Gramm, unter 250 Gramm gibt es verschiedene Regelungen. Guckt euch das lieber mal selber an. Ich will euch ja jetzt nicht sagen, dass jetzt hier als was weiß ich was gewertet wird. Guckt euch einfach an. Aber für unter 250 Gramm gibt es meistens noch andere Regulierungen. So, und dann könnte man sich vielleicht fragen, was ist denn an der Mini 2 anders als der Mini 1? Die Mini 1 hatte im Endeffekt eine WLAN-Übertragung. Also es war zwischen der Fernsteuerung und dem der Drohne selbst war es einfach nur ein etwas besseres WLAN, aber keine richtige gute Verbindung in dem Sinne. Deswegen hatte man da teilweise schon bei 200, 300 Meter keinen richtigen Empfang mehr. Und das ist natürlich schon echt nervig und die Akkulaufzeit war ein bisschen schlechter, nicht viel schlechter. Was allerdings schlechter war, ist, dass das Ding kein 4K konnte. Und die hier kann jetzt 4K mit 30 FPS und 2,7K mit 60 FPS, meine ich. Also das ist schon doch auf jeden Fall deutlich besser. Und das war nämlich auch der Verkaufspunkt für mich. Ich habe nämlich gesagt, ich will schon 4K haben, weil ich einfach alle Videos in 4K mache. Und ein bisschen mehr als 200, 300 Meter Reichweite will ich doch auch schon haben. Und natürlich außerhalb der EU. Aber ich habe es schon geschafft, mit den beiden hier 3,3 Kilometer oder so zu schaffen. Und da war ich auch einfach nur durch den Akku limitiert und bin dann ja frühzeitig zurückgekommen. Aber da ist noch Puffer. Angegeben sind die mal, glaube ich, mit 6 Kilometer. Und so viel würde man nie brauchen, weil so viel schafft man gar nicht, um dann noch zurückzukommen. Also die Reichweite wird hier nie ein Problem sein. Klar kann man jetzt nicht einfach hinter einen Hügel fliegen und dann denken, dass es immer noch perfekt ist. So ist es natürlich nicht. Aber die Reichweite an sich, wenn jetzt die Sichtverhältnisse gegeben sind, sind schon wirklich super. Also da kann man sich nicht beschweren. Und genauso ist die Verbindung mit dem Handy. Das ist auch alles mega easy. Das ist auch ein Grund, warum ich DJI gewählt habe, weil das einfach so ein bisschen wie GoPro ist, dass es einfach funktioniert. Ist vielleicht teurer als diese ganzen China-Hersteller oder diese ganzen günstigeren China-Hersteller. DJI ist auch alles China, aber es ist einfach ein bisschen solider. So, man macht jetzt hier einfach diese Halterung auf und kriegt hier sogar mein riesiges Handy rein. Und dann kann man einfach jetzt hier sich das Kabel schnappen, einfach ins Handy reinstecken, anmachen und dann öffnet sich die App auf dem Handy schon automatisch und das ist direkt verbunden. Man muss nicht irgendwie eine halbe Stunde warten, bis hier irgendwas passiert oder so. Also es ist echt super, es funktioniert 100% zuverlässig und da bin ich einfach ganz glücklich, dass es halt so einfach, so unkompliziert ist. Und wo wir schon bei der Fernsteuerung sind, das ist auf jeden Fall schon mal einer der positiven Punkte. Die ist extrem solide. Also wenn ich jetzt hier mit aller Kraft dran drehe und das Ding bewegt sich nicht. Also das ist wirklich sowas von solide, das Plastik. Die Knöpfe fühlen sich echt alle super an, die Sticks fühlen sich super an. Auch hier hinten dieses Rad, um den Gimbal zu bewegen, fühlt sich so smooth an. Also das ist echt, die Fernsteuerung ist so mega von der Qualität. Wie gesagt, hat keinen Bildschirm eingebaut, finde ich aber besser, weil dann ist der Preis geringer und man kann ja eh sein eigenes Handy benutzen.
Und das gleiche auch hier. Klar, die wirkt schon so ein bisschen littiger. Hier ist auch so ein bisschen Spiel in den Propeller, was ich nicht ganz so geil finde. Aber die muss ja auch unter 250 Gramm wiegen. Deswegen kann ich verstehen, dass man hier ein bisschen spart. Aber trotzdem wirkt die immer noch hochqualitativ. Die wiegt leicht, aber hochqualitativ. So, dann auf jeden Fall noch ein weiterer positiver Punkt ist meiner Meinung nach die Akkulaufzeit bzw. die Reichweite. Aber die Reichweite habe ich ja gerade schon angesprochen, das geht aber mit dem einher. Die Akkulaufzeit ist wirklich geil. Also man schafft eigentlich immer so 25 Minuten. Außer man fliegt natürlich jetzt im Sportmodus die ganze Zeit durch die Gegend oder sowas, dann schafft man natürlich auch weniger. Aber eigentlich schafft man immer so um die 25 Minuten. Vielleicht mal 27, vielleicht mal 23. Aber eigentlich so 25 Minuten um den Bereich ist es immer drin. Und das in der Kombination mit den ganzen anderen Sachen ist mega. Also ganz ehrlich, unter 250 Gramm, 4K-Aufnahmen, 6 Kilometer Reichweite und 25 Minuten Akkulaufzeit. Ganz ehrlich, was will man mehr? Also es ist wirklich mega. Und davon abgesehen, könnte ich jetzt hier noch viele, viele Vorteile auflisten. Zum Beispiel die App, die super funktioniert, oder das Return to Home, was wirklich mega präzise ist. Oder auch an sich, wie stabil das Ding in der Luft steht, mit den Kameras hier unten für die Positionierung und so. Klar, kann man alles aufzählen, aber wie gesagt, aber ihr könnt es euch einfach denken, das Ding ist wirklich absolut solide. Also ich habe da nichts Großes zu kritisieren, und das, was ich zu kritisieren habe, das kommt jetzt. Das sind drei kleinere Punkte, die aber auch alle relativ zu sehen sind. Also Nummer eins, das Ding kann kein Follow Me. Und das regt mich so ein bisschen auf, weil prinzipiell kann die Elektronik, die hier drin ist, das. Ich weiß, dass sie das kann, weil in den ganzen anderen intelligenten Flugmodi kann die ja auch ein Ziel verfolgen. Und das Ding kann auch selbst fliegen. Und dann brauchen nicht irgendwelche Leute in DJI-Foren sagen, ja, aber die kann ja nicht selbst fliegen und Sicherheit, dies, Sicherheit, das. Ja, ist Schwachsinn. So, dann soll man meinetwegen unterschreiben oder da ankreuzen, ja, ich weiß, was ich mache und ich übernehme volle Haftung oder so. Die kann das. Es ist einfach in der Software nicht drin. Es gibt angeblich andere Softwares, wo das geht, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht mit rumprobiert. Ich weiß auch nicht, inwiefern sowas zuverlässig ist oder gut funktioniert. Muss ich mir nochmal anschauen, werde ich dann vielleicht im vollen Review nochmal ansprechen, aber zumindest in der nativen DJI-App geht es hier nicht. So, der zweite Punkt, man kann leider nicht ganz so viel einstellen in der DJI-App. Man kann vieles einstellen, deutlich mehr als bei der DJI Mini 1, aber nicht ganz so viel. Zum Beispiel jetzt den ISO kann man einstellen, geht leider auch nur bis 3200. Und man kann zum Beispiel nicht wirklich irgendwelche Farbprofile, man kann auf die Farbtemperatur einstellen, man kann kein flaches Bildprofil nehmen. Zumindest geht das nicht, soweit ich weiß, in der normalen DJI-App. Und auch an sich sind hier ein paar Optionen ausgeblendet, die in den ganzen anderen DJI-Drohnen, die halt höherpreisig sind, halt drin sind. Und ich komme gleich noch darauf zu sprechen, warum ich denke, dass diese Kritikpunkte nicht unbedingt sehr stark sind. Und jetzt noch ein letzter Kritikpunkt. Die hat keine Ultraschallsensoren oder so, die vor einem Crash warnen. Also hier vorne wird man denken, jo, da ist ja irgendwie was, aber das sind einfach nur so Plastikgitter, also hier ist nichts hinter. Und hier unten sind nur zwei Kameras und Ultraschallsensor, beziehungsweise zwei Ultraschallsensoren und eine Kamera, die nach unten gucken für die Positionierung. Das funktioniert aber auch nur, ich glaube, unter 5 Meter Höhe oder sowas. Und das war's. Also mehr hat die nicht. Und die ganzen höheren DJI-Drohnen, die haben natürlich hier noch Ultraschallsensoren vorne, hinten, oben, unten, sodass bei einem Return-to-Home-Flug die nicht einfach in einen Baum reinfliegt, sondern dann hochfliegt und dann über den Baum. Oder wenn man jetzt an sich durch die Gegend fliegt, dass sie halt nicht irgendwo gegenknallt. Das hat die jetzt hier nicht. Also wenn man das Ding hier gegen einen Baum fliegt, was auch schon passiert ist, dann fliegt die halt einfach gegen einen Baum. Also die macht das halt einfach dann. Hier ist so gesehen an Sicherheitstechnik, was das angeht, nichts dran. Und jetzt kommt meine Rechtfertigung für diese drei Negativpunkte. Und zwar ist das einfach eine relativ günstige Drohne von DJI. Und die brauchen ja auch irgendwie eine Abstufung zu den darüber liegenden, weil wenn die hier alles könnte, was die darüber liegen können, warum sollte man die dann für die Hälfte des Preises verkaufen? Also ist natürlich klar, irgendwo muss es dann eine gewisse Abstufung geben. Deswegen sind das eher Sachen, die ich mir wünschen würde und nicht Sachen, die ich so als starke negative Punkt oder als Argumente gegen den Kauf verwenden würde, weil ich würde es trotzdem jedem empfehlen. Und jetzt kommt das, für wen ich das empfehlen würde. Ich würde sagen, für Leute, die aus Hobby einfach ein paar Fotos aus der Luft machen wollen, die ein paar Videos aus der Luft machen wollen, die vielleicht ab und zu mal kleinere Sachen filmen wollen oder eigene kleine Videoprojekte machen wollen, meinetwegen für die Schule irgendwas filmen wollen oder was weiß ich was, solche kleineren Sachen, da reicht das vollkommen aus. Oder halt für Leute, die einfach YouTube-Videos machen wollen, ganz ehrlich, es reicht auch da vollkommen aus. Natürlich, alles darüber ist besser. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass ich neue Mavic 3 habe. Aber
das reicht für so kleinere Projekte, reicht das vollkommen aus. Auf YouTube wird da kein Otto-Normalverbraucher einen Unterschied sehen. Ich würde natürlich den Unterschied sehen, aber der Durchschnittszuschauer auf YouTube wird nicht den Unterschied sehen zwischen dem Ding und der DJI Mavic 2 Pro oder wie auch immer die ganzen da mittlerweile heißen. Also es reicht vollkommen aus für kleinere Projekte, für persönliche Projekte oder für YouTube. Und der Preis ist ehrlich gesagt gut. Ich finde ihn sogar sehr gut. Ich habe dafür 430 bezahlt. Mittlerweile ist sie etwas günstiger. Ist eine Unmenge an Geld, ja, keine Frage. Aber wenn man im Endeffekt überlegt, man kriegt hier ja fast, dumm gesagt, eine GoPro mit nicht ganz so viel Blickwinkel, aber man kriegt ja eine GoPro mit einem Gimbal, die auch noch fliegen kann, mit 6 Kilometer Reichweite und 25 Minuten Akkulaufzeit. Und wenn man das so sieht, dann finde ich, ist der Preis sogar gar nicht mal so schlecht. Und auch an sich ist der Preis nicht schlecht. Klar, muss man sich überlegen, braucht man sowas wirklich? Ich glaube, das ist sowas, was sich viele Leute kaufen und danach feststellen, ja, benutze ich irgendwie doch gar nicht so viel. Und ich muss zugeben, ich habe die auch gar nicht so viel benutzt, aber ich bin froh, dass ich sie habe und ich benutze sie schon ab und zu. Und wenn ich sie benutze, dann bin ich sehr froh, dass ich sie habe. Aber da müsst ihr für euch entscheiden, ob es euch wert ist, ob ihr die oft genug benutzt. Wenn, ist das hier aber, sage ich mal, super für Einsteiger oder für Leute, die das jetzt einfach nur aus Spaß benutzen oder halt für YouTube-Videos, wie gesagt. Und ja, wie gesagt, dann bleibt gespannt auf mein letztes Review. Ich würde sagen, ihr könnt euch nochmal meinen ersten Flug hier mit angucken. Da habe ich nochmal ein bisschen so mehr erklärt, wie das Ganze funktioniert, wie die Prozesse sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.